Seid gegrüßt und herzlich willkommen zu einem neuen Testvideo hier auf meinem YouTube-Kanal. Schön, dass ihr auch diesmal wieder dabei seid und beim Atzenberger zuschaut, denn heute gibt es nochmal eine Knabberei von Heimatgut bei mir. Wir hauen ja oft neue Sorten raus hier in letzter Zeit. Heute probieren wir das hier, Salsa-Style, Tortilla-Rolls. Jawohl, das Ganze ist ein Bioprodukt, vegan, glutenfrei, ohne Konservierungsstoffe und Zutaten natürlicher Herkunft, was auch immer das bedeuten mag. Naja gut. Auf jeden Fall haben wir hier so Bio-Mais-Chips mit diversen Gewürzen. Hier unten sieht man schon Tomaten abgebildet. Also ich bin ganz ehrlich, ich bin nicht so der größte Tomaten-Fan. Ich hoffe jetzt nicht, dass es total stark nach Tomate schmeckt. Dann wäre es nämlich überhaupt nicht meins. Egal, werden wir jetzt auf jeden Fall herausfinden. Da würde ich auch sagen, wie immer, wir fangen sofort an. Denn ihr wisst genau, auf meinem Kanal geht es nur um eins. Und das ist und bleibt der Geschmack. Also gilt wie immer, auf damit und raus damit. So, da sind sie. Also ich habe mir die Dinger jetzt irgendwie ein bisschen größer vorgestellt. Egal. Witzige Form auf jeden Fall. Na gut, dann werde ich jetzt den Testteller vorbereiten und dann wird probiert. Unsere Tortilla-Rolls sind bereit, probiert zu werden. Schauen wir jetzt mal, wie sie schmecken. Ich bin gespannt. Vorher gibt es natürlich wie immer eine Nahaufnahme des Ganzen. Ja, hier kann man schon ein bisschen von den Gewürzen sehen. Hier ist unter anderem auch noch schwarzer Pfeffer mitverarbeitet, habe ich gelesen. Gut, dann probiere ich jetzt mal. Das riecht eher neutral und ich beiß rein. So, meine Befürchtung ist zum Glück nicht eingetreten. Sie schmecken nicht nach Tomate. Das ist schon mal sehr gut. Also überhaupt nicht. Also ich schmecke auf jeden Fall keine Tomate raus, obwohl hier 1,4% Tomate mitverarbeitet worden ist. Ja, also ich schmecke sie auf jeden Fall nicht. Ansonsten, ja, haben sie eine gute Konsistenz, sind schön crunchig und knusprig, wenn man da drauf beißt. Das gefällt mir. Auch gut gesalzen, die Dinger. Aber irgendwie, ja, weiß ich nicht, kommen die ein bisschen lasch rüber. Also ich habe jetzt auch gelesen, hier ist ja auch noch Chili mit dran. Und ein Paprikapulver, aber ich finde auch irgendwie, das schmeckt man nicht richtig. Also mir fehlt jetzt hier irgendwie was, so ein Hauptgewürz, sage ich mal, was jetzt hier einen wirklich starken Geschmack oder sowas ausmacht. Aber so, ich weiß es nicht, wie gesagt, ziemlich schwach auf jeden Fall. Ich esse jetzt nochmal einen, ja, weiß ich nicht, wird nicht viel besser. Also für mich schmeckt es irgendwie, ja, wie gerollte Cornflakes, sage ich jetzt einfach mal. Und ja, keine Ahnung, wie gesagt, mir fehlt hier irgendwie ein Hauptgeschmack. Also wenn jetzt ein bisschen mehr von dem Paprikapulver vielleicht dran gewesen wäre, dass er dann ein bisschen nach Paprika schmecken oder so, dann vielleicht, aber so. Wie gesagt, wirklich ziemlich lasch, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, bisschen schade, aber trotzdem besser wie nach Tomate. Ja, kann man jetzt auf jeden Fall essen, aber ich sag mal so, für mich ist es jetzt kein Highlight, was ich unbedingt nochmal kaufen würde. Ja, ganz okay, würde ich sagen. Na gut, dann zeige ich euch jetzt schon die Rückseite der Verpackung mit den Zutaten, den Nährwerten und da gibt es meine Bewertung. Ja, für unsere Tortilla Rolls von Heimatgut vergebe ich, ja, einen Daumen nach oben. Für mich hat es dann leider nicht gereicht. Wie gesagt, für mich sind sie leider nicht geschmacksintensiv genug. Hier setzt sich keins von den Gewürzen so richtig durch geschmacklich. Deswegen, ja, wie schon erwähnt, ein bisschen lasch für mich. Deswegen ganz okay, aber kaufen würde ich es jetzt nicht nochmal. Ihr könnt sie natürlich trotzdem gerne mal nachkaufen und selbst probieren. Schreibt mir dann gerne was dazu in die Kommentare, wie sie euch geschmeckt haben. Na gut, dann war es das schon wieder mit meinem kleinen Testvideo. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Wenn ja, lasst gerne ein Like und einen Kommentar da. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Macht's gut und bis zum nächsten Video, sagt euer Atzenberger.